Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück hier beim Yogi in meiner kleinen Technik-Ecke. Ich möchte heute mit euch einen neuen PC bauen und zwar habe ich mir für diesen Herbst das Office-PC-Projekt für 300 Euro Budget vorgenommen. Genau genommen haben diese ganzen Teile jetzt hier 280 Euro ungefähr gekostet. Darin sind natürlich auch zum Beispiel keine optischen Laufwerke enthalten, aber ja, es wird ein reiner Office- bzw. Internet- und Surf-PC. Der muss nicht allzu viel können, der beinhaltet natürlich auch keine eigene Grafikkarte, sondern nutzt die Onboard-Grafik bzw. ja, die in der AMD-CPU verbaute Grafikeinheit. Das schauen wir uns nachher alles an. Erstmal komme ich jetzt natürlich zu den verwendeten Komponenten, die ich euch übrigens auch alle in Einzelvideos, in ausführlichen Unboxings vorgestellt habe. Die gesamte Playlist findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls euch von diesen Komponenten hier eins ganz besonders nochmal interessiert und ihr euch das nochmal im Detail anschauen wollt. Was habe ich denn hier liegen? Das 300 Euro Office-PC-Projekt, das wird auf einer AMD-Plattform basieren und zwar auf dem B450 Mainboard von Gigabyte hier. Das nennt sich B450M S2H und ja, ist ein unteres Preisklasse-Mainboard im Micro-ATX-Format. Das kostet ungefähr knapp unter 40 Euro. Und darauf werde ich dann den Ryzen 5 3400G stecken. Der liegt dort ganz hinten im Halbdunkeln. Ich blende euch aber mal eben eine schönere Ansicht ein. Die G-Version mit integrierter Grafikeinheit natürlich deswegen, weil ich wie gesagt keine dedizierte Grafikkarte verbauen möchte, sondern die Grafikanschlüsse hier am Mainboard nutzen möchte. Und dazu brauchen wir bei AMD natürlich eine entsprechende CPU mit Grafikunterstützung. Ich war das noch so gewohnt von Intel, ja, dass die einfach standardmäßig immer dabei ist bei den Onboard-Grafiklösungen. Deswegen hatte ich mir hier tatsächlich auch zunächst eine falsche CPU bestellt ohne Grafikeinheit. Die habe ich dann wieder retour geschickt und mir diesen Ryzen 5 3400 G besorgt. Der mag zwar vielleicht sogar ein bisschen Overkill sein für ein Office-PC-Projekt, da hätte vielleicht auch ein Ryzen 3 noch gereicht, aber das war der einzige Prozessor mit G-Einheit, mit Grafikeinheit, der zu dem Zeitpunkt verfügbar war in meinen Online-Shops. Und ja, dieser Prozessor, der wird dann unterstützt von 2x8 GB DDR4-Speicher mit 3000 MHz von G-Scale, die sogenannten Aegis oder Aegis-Modelle. Die sind ganz schick designt, auch wenn das nur, ja, einfach nur ein Zieraufkleber ist. Die haben keine eigene Kühlung oder sowas. Als Datenspeicher kommt eine 256 GB große SSD am SATA-Anschluss von Patriot zum Einsatz, nämlich das Modell P210. Auch das ist in der unteren Preisskala anzusiedeln und ja, war das absolut günstigste Modell, was ich bekommen konnte. Als CPU-Kühler dient uns übrigens der BeQuiet Pure Rock Slim, heißt der, glaube ich. Falls ich das jetzt falsch gesagt habe, dann habe ich euch das unten eingeblendet. Den werden wir gleich natürlich auf das Mainboard bzw. auf die darauf verbaute CPU montieren. Dazu gibt es dann nochmal ein extra Montagevideo. Den gesamten Einbau der Komponenten in das Gehäuse hier, den könnt ihr natürlich hier in diesem Video live verfolgen. Als Stromversorgung dient uns auch ein Gerät von BeQuiet, nämlich das System Power 9 mit 400 Watt, nicht modular. Das heißt also, alle Kabel sind dauerhaft fest dran, können wir nicht abstecken. Aber wir haben in unserem günstigen Gehäuse hier sogar minimale Möglichkeiten für Kabelmanagement. Da kommen die ganzen Komponenten nämlich rein. Das ist das B42 von Intertech, ein MIDI-ATX-Tower ohne großen Schnickschnack. Auch den habe ich euch ausführlich in einem separaten Video vorgestellt. Und ja, der kostet tatsächlich nur 19 Euro. War auch das günstigste Gehäuse, was ich für dieses Projekt hier neu auftreiben konnte. So, ich habe mir jetzt mal hier alles zurechtgelegt, was wir für den ersten Schritt brauchen. Ich möchte nämlich zuallererst jetzt die CPU auf das Mainboard aufsetzen, anschließend den CPU-Kühler montieren und den Arbeitsspeicher aufsetzen und das ganze fertig montierte Set sozusagen dann in das Gehäuse einbauen. Ich habe hier vor mir eigentlich alles aufdekoriert, was wir dazu brauchen und vor allen Dingen auch, was wir dazu nicht brauchen. Nicht brauchen tue ich in meinem Fall diesen Boxkühler von AMD, auch wenn er eigentlich ganz schick ist, wenn man den mit früheren Boxkühlern vergleicht. Habe hier unten sowieso schon auf die Wärmeleitpaste drauf gegriffelt. Den könnt ihr natürlich verwenden, der reicht auch für die Kühlung aus. Aber ich verwende in meinem Fall den Pure Rock Slim von BeQuiet. Das ist dieses schöne Teil hier. Da wird gleich noch dieser Lüfter drauf geschnallt. Das Montagevideo, wie ich den Lüfter aufs Mainboard aufsetze, das habe ich separat aufgeteilt. Findet ihr unten alles verlinkt, wie gesagt. Wir setzen jetzt zuallererst mal die CPU auf den AM4-Sockel. Bevor ihr mit der Arbeit anfangt, solltet ihr euch natürlich geerdet haben, damit ihr nicht irgendwie statisch aufgeladen seid und hier irgendein Bauteil beschädigt. Das geht zum Beispiel mit diesen bekannten Armbändchen, habe ich euch auch alles unten in der Videobeschreibung verlinkt, oder indem ihr einfach
an einen geerdeten Gegenstand, zum Beispiel einen Heizkörper, kurz dran fasst. Was ihr auch noch benutzen solltet, ist so eine kleine Schaumstoffunterlage hier. Die liegen meistens den Mainboards bei. Davon habe ich in meinem Schrank einige rumliegen für so Montagetage wie heute. Die lege ich nämlich hier unten drunter. Einmal zum Schutz für das Mainboard, aber eigentlich vielmehr noch zum Schutz des Tisches, da das Mainboard unten ein paar scharfkantige Lötpunkte und andere Stellen hat, die ansonsten hier mein schönes Holz verkratzen. So, ich möchte jetzt im ersten Schritt die CPU, wie gesagt, auf den AM4-Sockel aufsetzen. Dazu räume ich hier gerade mal ein bisschen das ganze Zeug aus dem Weg. Das geht eigentlich ganz einfach. Ich zoome da mal eben ein kleines Stückchen ran für euch. Ich habe euch dazu auch schon mal ein separates Video auf meinem Kanal veröffentlicht zum Einsetzen sämtlicher gängigen CPU-Typen. Das ist also eine AM4-CPU, der Ryzen 5 3400G. Und den setzen wir jetzt da ein, indem wir zuallererst mal hier ganz vorsichtig aber aus seiner Schutzhülle befreien. Denn der hat nämlich auf seiner Rückseite viele, viele kleine Pins, die auf gar keinen Fall verbogen werden wollen oder sollen vielmehr. Aber verbogen werden wollen sie bestimmt auch nicht. So, dann schaut ihr, dass das Mainboard in der entsprechenden Ausrichtung liegt, mit diesem Haltebügel des Sockels nach unten zu eurer Richtung. DDR-Speicher rechts vom Sockel und in der Regel so, dass ihr die Aufschriften auf dem Mainboard hier zum Beispiel lesen könnt aus eurer Richtung. Dann hebel ich hier den Verriegelungsbügel hoch, schiebe den hier ganz einfach mal rüber. Habt ihr gesehen, der Sockel hat sich bewegt und auf den können wir jetzt die CPU aufsetzen in der richtigen Ausrichtung. Wenn wir uns die mal von hinten anschauen, dann sehen wir, dass die an einer Ecke so eine kleine goldene Markierung hat, unten links jetzt in meinem Fall. Dort sind ein paar Pins ausgespart, einer oder zwei. Und ja, diese Stelle suchen wir uns mal auf dem CPU-Sockel. Wo würdet ihr sagen, wo die sitzt? Genau dort oben links sehen wir auch, was ausgespart ist. Und genauso setzen wir die CPU jetzt also bündig hier rein. Hier haben wir die goldene Markierung. Hier oben haben wir die Aussparung am Sockel. Und wir setzen die CPU ganz sanft und gerade, möglichst zentriert von oben da drauf. Lassen sie ganz einfach runterfallen. Und dann könnt ihr auch schon hier an der Seite sehen, ob das Ganze geglückt ist. Wenn die CPU flach aufliegt und keine Pins mehr zu sehen sind, dann liegt sie da auf jeden Fall richtig drin. Das hat funktioniert. Und alles, was ihr dann noch tut, ist ganz einfach den Bügel wieder runterzustellen. Ganz genau so. Dann werde ich jetzt im nächsten Schritt den CPU-Kühler montieren, den PureRock Slim von Be Quiet. Dazu gibt es aber ein separates Video, unten in der Videobeschreibung verlinkt, damit das auch andere Leute finden können, die ein Montageanleitungsvideo für diesen Lüfter suchen. Könnt ihr euch eben anschauen oder auch nicht. Wir überspringen den Schritt hier in diesem Video auf jeden Fall und dann geht's weiter. So, da sind wir auch schon wieder. Falls ihr euch wundert über die jetzt etwas ungewöhnliche Ausrichtung des CPU-Kühlers. Der sollte nämlich seine Luft normalerweise zur Gehäuserückseite, welche ja diese hier ist, rauspusten. Jetzt pustet er sie von der Gehäuseoberseite runter in Richtung Grafikkarte. Eine Grafikkarte verbauen wir zwar jetzt hier nicht im 300€ Office PC, aber trotzdem ist das sehr ungewöhnlich. Warum ist das so? Weil ich weder am Mainboard noch am CPU-Kühler die entsprechenden Vorrichtungen umschrauben kann. Die sind fest montiert, wie ihr sehen könnt. Beziehungsweise lassen die sich hier natürlich auf dem Mainboard lösen, diese schwarzen Befestigungen hier für den Kühler. Aber ich kann sie dann nicht 90 Grad verdreht wieder dran bauen. Das müsste man eigentlich tun. Ebenso kann man am Lüfter die Kühlplatte unten nicht lösen, da die Heatpipes fest durchgehen. Und ja, das war jetzt tatsächlich die einzige Lösung, die ich hier gefunden habe. Auch wenn in der Montageanleitung das Ganze ja korrekt rum bebildert ist, wenn wir uns das mal anschauen. Dort pustet der Lüfter nämlich aus Richtung der Arbeitsspeicher nach hinten aus dem Gehäuse raus. Aus Richtung der Arbeitsspeicher nach hinten an die Anschlüsse zum Gehäuse raus. Geht hier leider nicht. Naja, wie dem auch sei, wir setzen jetzt auf jeden Fall unseren Arbeitsspeicher ein. Unsere 2x8 GB DDR4 Speicher von G-Skill. Das geht im Grunde genommen ganz einfach. Die haben in der Mitte eine kleine Aussparung, wie ihr hier sehen könnt. Und diese Aussparung, die finden wir auch auf den entsprechenden Sockeln unseres Mainboards wieder. Eine Seite des Arbeitsspeichers, eine Seite der Pins ist ein bisschen länger, eine ist etwas kürzer. Und ja, genauso sieht das unten auf dem Mainboard aus. Die Seite hier ist etwas länger. Dort ist die Unterbrechung, die Seite ist etwas kürzer. Deswegen setzen wir den Speicher ganz einfach hier ein. Ich habe ja hier sowieso nur zwei Speicherbänke. Dort können wir also überhaupt gar nichts falsch machen. Runtergedrückt, bis die beiden Nasen hier von der Seite eingerastet sind. Und das gleiche natürlich auch noch mit unserem zweiten Riegel. Wie gesagt, ich habe ja jetzt auch hier nur zwei Speicherbänke auf diesem Mainboard. Solltet ihr vier Speicherbänke beispielsweise haben, aber nur zwei Riegel verbauen wollen, dann lest bitte vorher in eurem Mainboard-Handbuch nach, welche Speicherbänke ihr nutzen müsst, damit ihr auch den Dual-Channel-Modus aktiviert.
Falls ihr die falsch einsetzt, habt ihr nämlich womöglich starke Leistungseinbußen. So, der Arbeitsspeicher sitzt und unsere ganze Platine hier sieht eigentlich sehr vielversprechend aus, bis auf ja, die sehr kuriose Position des CPU-Lüfters. Das ist also das erste Mal, dass mir das so auf die Art und Weise untergekommen ist. Vielleicht habe ich auch völlig falsch gedacht und ich hatte heute irgendwie einen kleinen Kopfaussetzer. Aber ich sehe hier leider keine Möglichkeit, das Ganze umzudrehen, sodass der Lüfter auf der Seite hier klemmt. Bevor wir das Mainboard jetzt einsetzen, schauen wir erstmal, ob die Sockelschrauben schon korrekt angebracht sind. Da haben wir hier oben zwei, hier haben wir noch eine, ja, und da unten sind auch noch welche, die könnt ihr gerade kaum sehen auf dem Video. So kommt unser Mainboard ja rein, mit dem Lüfter nach oben, etwas ungewöhnlich, aber erklärte ich euch ja gerade, warum das so ist. So, und jetzt schauen wir uns hier mal die Löcher auf dem Mainboard an. Da haben wir eben da oben die beiden, dafür sitzen die Sockelschrauben schon drin im Gehäuse. Dann haben wir diese beiden hier unten und parallel dazu nochmal zwei ganz am unteren Rand. Die laufen parallel hier zu den nächsten. Die da oben an der Ecke, die ist etwas nach rechts versetzt. Ja, und genauso gucken wir uns jetzt mal hier an, dass die Sockelschrauben entsprechend drin sitzen im Gehäuse. Die beiden oberen sitzen schon. Die linke sitzt. Hier rechts fehlt noch eine. Die sind hier ganz unten angebracht für normalformatige Mainboards natürlich. Da wurde nicht erwartet, dass ich jetzt hier ein Micro-ATX-Mainboard drin verbaue. So, mal eben rausgeschraubt hier unten. So sehen die kleinen Sockelschräubchen aus. Und die setze ich jetzt ganz einfach hier in das richtige Loch ein. Für mein Micro-ATX-Board. Übrigens brauchen wir dieses Loch aber auch für normalformatige Mainboards. Auch diese haben hier noch eine Verschraubung an der Stelle. Von daher, ja, schaut da einfach, welche Sockelschrauben ihr braucht. Die könnt ihr natürlich auch prinzipiell von Hand reindrehen. Dazu braucht ihr nicht so einen Schrauber mit so einem Nussaufsatz hier. Ist natürlich praktischer und ihr bekommt das Ganze auch schöner festgezogen dadurch. So, und der letzte Sockel, der kommt noch hier rein. Damit sollte ich alle 6 Sockelschrauben für mein Micro-ATX-Board korrekt angebracht haben. Bevor wir das jetzt aber einsetzen, werden wir erstmal das Netzteil einbauen. Dazu kommen wir nämlich ansonsten später nicht mehr bei Netzteilen, die oben im Gehäuse verbaut werden. Die müssen immer zuerst rein. Da ist das gute Stück mit dem großen Lüfter nach unten ins Gehäuse natürlich und mit dem Stromanschluss zur Rückseite. Das sollte eigentlich logisch sein. Bitte nicht, zumindest in diesem Fall hier nicht, den Lüfter nach oben einbauen, da wir da oben keinen Luftabzug bzw. Einzug haben. So, reingelegt, dann mal eben hier von der Rückseite angeschaut. Dafür könnt ihr euch jetzt hier die kleinen schwarzen Gehäuseschrauben nehmen, die zum Beispiel beim Gehäuse dabei lagen. Die liegen in der Regel bei Gehäusen dabei. Selbst bei den ganz günstigen hier. Schaut nochmal eben, dass die Löcher alle richtig ausgerichtet sind. Und dann setzen wir die erste Schraube an. Bitte noch nicht ganz festziehen. Das machen wir wie immer über Kreuz, damit sich hier nichts verzieht. Anschließend zieht ihr das Ganze über Kreuz fest, oben rechts, unten rechts, oben links oder in einer beliebigen anderen gekreuzten Reihenfolge natürlich. Und unser Netzteil sitzt jetzt schon mal sicher hier oben drin. Bevor ich jetzt das Mainboard da reinlege, sorge ich natürlich erstmal hier für ein bisschen freien Raum, indem ich die Netzteilkabel alle zum Beispiel nach da oben mal eben rausbiege, denn wir brauchen ja jetzt hier einen freien Raum, um das Netzteil einzusetzen. Genauso auch die Kabel hier vom Frontpanel für die Power-Buttons und so weiter. Auch die lege ich mal eben oben raus. Die hatte ich übrigens eben noch mit ein paar Kabelbindern zusammengebunden. Das war mir ein bisschen zu struppig. So wird unser Mainboard ja jetzt eingesetzt. Und dann brauchen wir aber vorher noch die Blende. Schaut hier, dass das bündig ist und passt mit den Anschlüssen. Und dann könnt ihr die Blende genau in der Ausrichtung hier hinten in die entsprechende Aussparung reinpacken. Ich versuche das mal gerade hier ums Kamerastativ rum. Immer etwas fummelig. Ja, die drückt ihr ganz einfach hier rein. Meistens geht das von Hand. Manchmal muss man da ein bisschen nachhämmern. Aber in dem Fall geht es glücklicherweise so. Jetzt komme ich hier endlich mit dem Mainboard, aber ein allerletzter Schritt, bitte beachtet das, bevor ihr das einsetzt. Ihr solltet den 12 Volt CPU Stromversorgungsstecker, beziehungsweise die beiden hier, die solltet ihr in der Regel vor dem Einsetzen des Mainboards auf selbiges aufstecken. Die kommen nämlich hier oben auf diesen 8-Pin-Stecker drauf. Und ja, da kommen wir gleich in der Regel nur noch sehr, sehr schwer dran, wenn das Mainboard einmal eingesetzt ist. Deswegen macht das jetzt, das werde ich mal eben tun. In meinem Fall sind das hier 8 Pins, die hier für die CPU-Stromversorgung zum Einsatz kommen. Wird hier ganz einfach draufgeklickt und hält sich fest. So, und dann können wir das Mainboard endlich nehmen
und bündig mit den Anschlüssen zur Blende hinten zu den entsprechenden Aussparungen. Am besten in die Richtung so ein bisschen. Zuerst mit den Anschlüssen unten einsetzen. Ihr seht das jetzt hinten. Runterlassen. Am besten hier von außen mit den Fingern ein bisschen gegenführen, damit ihr merkt, wo das Mainboard ankommt. Und jetzt seht ihr auch schon, dass das hier auf den Schraublöchern aufsitzt. Ihr könnt das liegen lassen und jetzt mit entsprechenden Schrauben festziehen. Dazu nehme ich mir hier diese kleinen Mainboard-Schräubchen zur Hand. Die haben ja so eine Art Unterlegscheibe schon fest eingebaut, könnte man sagen. Die eignen sich dafür sehr gut. Am besten und einfachsten ist natürlich, ihr benutzt dafür einen Magnetschraubenzieher wie diesen hier. Dann geht das Ganze um ein Vielfaches einfacher. Ich werde jetzt mal eben die Löcher bestücken, zieht die aber noch nicht fest an. Genau wie auch gerade bei der Netzteilmontage machen wir das gleich über Kreuz. So, das Ganze auch wieder über Kreuz festgezogen, oben links, unten rechts und so weiter. Ihr kennt das jetzt. Und dann hält das Mainboard mit unseren 6 Schrauben hier sicher im Gehäuse. Das sieht doch auf jeden Fall schon mal richtig schön aus. Ich frage mich jetzt gerade, ob das nicht vielleicht doch sinnvoller gewesen wäre, den CPU-Lüfter andersrum zu montieren wenigstens, sodass er in die Richtung nach oben pustet. Dann saugt das Netzteil die warme Luft nämlich weiter weg und hinten aus dem Gehäuse heraus. So wird die Luft jetzt vom CPU-Lüfter nach hier unten buxiert und vom Netzteil auch wieder nach hier oben raus. Ja, vielleicht nicht ganz optimal, aber ich werde später mal die Temperaturen ein bisschen mir anschauen und dann anhand dessen entscheiden, ob ich den Kühler nochmal umdrehe. Ich kann jetzt nämlich nicht einfach den Lüfter auf die andere Seite schnallen, da diese zu schmal ist und dann außerdem dieser Befestigungsbügel hier des AMD-Sockels im Weg ist. Dieser hier, der war gerade aus dem Bild, glaube ich. Naja, wie gesagt, ich teste das jetzt erstmal, werde die Temperatur ein bisschen beobachten und wenn das in Ordnung ist, dann lasse ich das so. Ist ja kein Hochleistungs-Gaming-PC, von daher denke ich mal, sollte das soweit fit gehen. Jetzt können wir eigentlich dazu übergehen, unsere Laufwerke einzubauen. Das gestaltet sich hier alles für mich nicht ganz einfach. Für euch sieht das so einfach aus von oben, aber hier steht eine Lampe, da steht eine Lampe, hier steht die Kamera. Ich blende euch das mal eben ein. Ich filme das mal eben mit meinem Handy, wie das hier eigentlich aussieht, Backstage. Wirklich nicht die besten Bedingungen, um schön bequem einen PC zu bauen. Aber ich möchte euch ja hier wenigstens einigermaßen eine Lichtverhältnisse bieten bei dem ganzen Projekt. Und eine gute Sicht ins Gehäuse. Naja, wie dem auch sei. Ich möchte jetzt auf jeden Fall meine SSD einbauen. Und da ist mir schon aufgefallen jetzt in der Zwischenzeit, dass es hier in dem Gehäuse gar keine vorbereiteten Schächte für 2,5 Zoll Laufwerke gibt, sondern nur für 5,25 Zoll, also für optische Laufwerke da oben, und für 3,5 Zoll Laufwerke für klassische Festplatten hier ganz unten 2 Stück. Diese ganzen Verschraubungen hier, die haben auf der anderen Seite keinen Gegenpart, wie ihr sehen könnt. Da ist einfach eine Lücke im Gehäuse, sind aber dummerweise die einzigen Schraubabstände, die auf eine SSD passen. Ich zeige euch das gerade mal. Hier könnt ihr das sehen. Dort passen die Löcher. Die passen bei der SSD hier nicht und auch da oben nicht. Gut, auf der anderen Seite kann ich sie so oder so nicht befestigen, weil die Schächte alle viel zu klein sind. Und einen entsprechenden Adapter habe ich jetzt auch nicht, um die SSD in den 3,5 Zoll Schacht einzubauen. Was machen wir denn da? Ich könnte die jetzt natürlich einfach irgendwo unten auf den Boden legen. SSDs müssen ja im Gegensatz zu rotierenden Festplatten nicht gerade oder auch gar nicht stoßfrei eingebaut werden. Die können prinzipiell ruhig über Kopf irgendwo im Gehäuse rumbaumeln. Ich werde jetzt aber erstmal versuchen, die SSD tatsächlich nur auf einer Seite zu befestigen. Schauen wir mal gleich, ob die dann nicht zu stark runterhängt, gerade mit den Kabeln dran. Ich weiß, das ist nicht ganz ideal und ich bräuchte hier eigentlich einen Adapter, um die in einen der anderen Schächte einzubauen. Habe ich, wie gesagt, leider nicht und stehe auch ein bisschen unter Zeitdruck, den PC hier fertigzustellen. Deshalb wird das jetzt erstmal so erledigt. Wie gesagt, ihr könnt die SSD natürlich auch prinzipiell irgendwo einfach auf den Boden legen des Gehäuses oder sie irgendwo rumbaumeln lassen, am Kabel hängend. Das ist im Prinzip gar kein Problem, da es ja, wie gesagt, keine rotierenden Teile gibt. So, ich würde sagen, ich befestige die ganz einfach mal hier ganz unten. Dort kann sie sich nämlich nicht ganz so weit wegbiegen, weil dann direkt das Dach des 3,5 Zoll Schachtes kommt. Ja, ich glaube aber, wenn man das hier fest anzieht, dann sollte das funktionieren, wenngleich das SATA Strom- und Datenkabel hier hinten nicht zu sehr dran reißt. Dann sollte das funktionieren und die SSD nicht abbrechen. Auch wenn sie jetzt, wie gesagt, nur auf einer Seite befestigt ist. Schön ist das nicht, aber das muss jetzt mal eben so funktionieren. Ja, prinzipiell finde ich aber, kann man das hier auf jeden Fall so machen, die SSD nur auf einer Seite befestigen. Sie ist ja sehr leicht, hat kaum Eigengewicht, biegt sich nicht runter. Und wenn man jetzt noch zusieht, dass die Kabel hier nicht zu sehr dran zerren, ihr seht das schon, viel Spiel hat die auch nicht, die sitzt wirklich fest, dann sollte das so auf jeden Fall auch funktionieren.
Als allererstes würde ich jetzt mit der Laufwerksverkabelung weitermachen. Da haben wir ja nur unsere SSD und dazu nehme ich das beim Mainboard mitgelieferte SATA-Kabel, welches auf einer Seite hier schönerweise abgewinkelt ist. Das abgewinkelte Ende, das stecke ich hinten auf die SSD, auf den entsprechenden Anschluss. Ganz genau so. Klippt sich sogar fest. Und das andere Ende dann am besten auf den SATA-1-Anschluss. Das ist in meinem Fall der ganz unten rechts liegende. Vorher kann ich das Kabel hier noch ein bisschen unten in den 3,5 Zoll Laufwerksschacht verschwinden lassen. Genau so. Und dann packen wir den Stecker hier unten auf SATA 1. Das seht ihr entsprechend am Mainboard markiert. Nutzt da am besten den ersten Steckplatz oder mit SATA 0 ist der sogar in den meisten Fällen eher gekennzeichnet. Und dann haben wir die Festplatte, unsere SSD, schon mal verkabelt. Anschließend kümmern wir uns noch um die Stromversorgung des Mainboards. Die kommt über diesen dicken 24-Pin-Stecker hier. Da brauchen wir für moderne Mainboards auch in der Regel alle 24 Pins und nicht etwa nur 20. Falls ihr ein älteres Mainboard betreibt, dann könnt ihr diese zusätzlichen 4 Pins natürlich abstecken. Ich stecke die dazu. Schau mal gerade, wie rum der Stecker da unten dran muss. Dort ist der Anschluss am Mainboard. Ich hoffe, ihr könnt das lichtmäßig einigermaßen sehen. Es ist sehr dunkel im Gehäuse da unten. So, die 24 Pins hier gut zusammengehalten und hier unten drauf buxiert. Genau, danach nach Möglichkeit das Mainboard nicht verbogen. Am besten man hält da von unten so ein bisschen gegen mit den Fingern, während man das reindrückt. Und dabei schmeiße ich noch meine Kamera um. Ihr habt es gerade gesehen, es ist hier wirklich eng, aber der Stromstecker sitzt. Auch das Kabel können wir jetzt natürlich idealerweise, naja, so lang ist es gar nicht in meinem Fall, hier oben drin noch ein bisschen verschwinden lassen oder meinetwegen auch mit einem Kabelbinder da später noch irgendwo dran binden. Dann lege ich schon mal hier den ganzen Strang von der Gehäusefront, den lege ich hier unten drunter durch. Wollen wir auch bei diesem Office-PC ein bisschen Kabelmanagement wenigstens betreiben, damit das nicht ganz so chaotisch ist. Denn dieser Kabelstrang, der muss hier ganz unten hin, die Kamera hatte das schon wieder nicht im Bild, hier unten muss er hin an die Frontanschlüsse hier unten, das zeige ich euch gleich. Ich lege das Kabelchen schon mal da unten hin. Genauso hier das einzelne Kabel der Festplatten-LED, auch das ziehe ich noch hier unten mit durch und lege das schon mal da unten rein. Und was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist eine Stromversorgung für unser SSD-Laufwerk. Ja, da müsst ihr euch dann je nach vorhandenem Kabel an eurem Netzteil das vorteilhafteste aussuchen, wo am wenigsten extra Gestrüpp noch dran ist. Auch das legt ihr dann ein bisschen elegant hier durch, da muss ich mich mal ganz lang machen. So. Lege ich auch das unter dem ATX-Stromstecker durch hier in der Stromversorgung und klemme dann hier den SATA-Stromstecker an mein SSD-Laufwerk an. Sehe dabei praktisch gar nichts, da die Kamera im Bild ist. So, das ist erledigt. Den Rest können wir hier oben wieder reinbiegen und hier unten irgendwo reinbiegen. Das kann man hier, ja wie gesagt, da vorne später noch mit Kabelbindern ein bisschen an der Gehäuserückwand festsuchen. Ich hätte es jetzt natürlich auch auf der Rückseite verlegen können, aber ganz ehrlich, so viel Aufwand mache ich mir jetzt mit einem 300 € Office-PC auch nicht. So viel Kabel werden ja auch gar nicht verlegt, denn die übrig bleibenden Kabelstränge vom Netzteil, ich zeige die euch mal eben hier, die brauchen wir jetzt in meinem Fall gar nicht. Zum Beispiel den für die dedizierte Grafikkarte, da habe ich ja keine drin. Deswegen kann ich den direkt hier oben rauslegen in den Laufwerksschacht. Ebenso die restlichen Laufwerksanschlüsse gibt es bei mir nicht, deswegen ist auch dieses Kabel unbenutzt und kann hier oben im Laufwerksschacht irgendwo drin verstaut werden. Was wir jetzt natürlich noch machen müssen, und dafür habe ich die Kamera jetzt mal eben freihändig mitgenommen, da wir vom Stativ nichts sehen können, ist die ganzen kleinen Anschlüsse vom Frontpanel, die ich nach hier unten verlegt hatte, hier vorne an den entsprechenden Pins anzuschließen. Da seht ihr ganz links zum Beispiel den Audio-Pin und ich habe hier schon den Audiostecker in der Hand für die Audioanschlüsse an der Frontseite. Deswegen stecke ich den in entsprechender Ausrichtung hier unten auf die weißen Pins. Da könnt ihr auch gar nichts falsch machen. Der hat nämlich eine Aussparung, wie ihr sehen könnt, und passt daher auch wirklich nur in eine Richtung drauf. So sieht das dann aus, wenn er drauf sitzt. Und genau das gleiche machen wir jetzt auch noch mit den ganzen anderen Steckern, zum Beispiel für die USB-Anschlüsse für die Front. Auch die sind hier in weiß. Das wäre dieses Kabelchen, könnt ihr sehen, mit USB beschriftet. Auch das ist verdrehsicher und das packe ich jetzt hier unten auf den USB-1-Anschluss ganz einfach mal drauf. So, auch das sitzt schön. Dann suchen wir die anderen Kabelchen, die einzelnen, hier mal ein bisschen raus. Die brauchen wir nämlich jetzt zu guter Letzt. Das sind die ganzen LEDs und Powerknöpfe von der Frontseite. Die kommen hier an das letzte weiße Panel dran. Und zwar seht ihr an diesen Pins ganz winzige Beschriftungen, zum Beispiel für Power-LED, Power-Button, Festplatten-LED und Reset.
und entsprechend dem, das kann bei jedem Mainboard ein bisschen variieren, setzt ihr diese kleinen Steckerchen dort auf. Ihr seht also, dass die beiden oberen linken Pins für die Power-LED sind. Links ist Plus und rechts ist Minus. Deswegen suche ich mir die gerade mal hier. Das hier war der Power-Switch, der Power-Button. Das hier müsste die Power-LED gewesen sein. Die kommt nämlich oft in zwei einzelnen Steckerchen daher. Genau, da seht ihr Power-LED Plus, Power-LED Minus. Links war Plus, rechts war Minus, erinnern wir uns. Deswegen stecke ich auf die rechte Seite das Plus-Steckerchen. So, das soll dann natürlich auch da drauf bleiben. Na gut, nehmen wir erst die linke Seite. Links Minus und auf der rechten Seite Plus. Das gleiche machen wir jetzt mit dem Power-Switch. Der kommt direkt rechts daneben hier in meinem Fall. Auch mit der Beschriftung nach vorne. Ganz genau so. Anschließend noch die Festplatten-LED. Das wäre dieser Stecker hier, HDD-LED. Die kommt nach ganz unten links. So. Und zu guter Letzt haben wir dann noch den Reset-Switch, den Reset-Knopf. Der kommt direkt rechts daneben. Und damit ist auch dieses Panel voll bestückt, wie ihr sehen könnt. Und unsere Front-Buttons und LED-Anzeigen sollten gleich sauber funktionieren auf jeden Fall. Und dann ist eigentlich schon der große Moment gekommen, in dem wir den Rechner, der immer noch relativ leicht ist, so ohne Grafikkarte, einfach mal aufstellen können, denn alles ist befestigt. Und ja, der Anblick des CPU-Kühlers hier, der ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, das gebe ich zu. Das sieht man nicht alle Tage. Ich hätte ihn vielleicht, wie gesagt, doch besser unten anbringen sollen. Seitlich ging es leider wirklich nicht, aber so sieht unser PC jetzt hier erstmal aus. So, während Windows 10 im Hintergrund schon mal herunterlädt, das möchte ich nämlich gleich von einem USB-Stick installieren. Wie ihr das tut, findet ihr übrigens auch in Form einer Videoanleitung auf meinem YouTube-Kanal. Habe ich euch alles unten verlinkt. Ich möchte jetzt währenddessen unser schönes neues Stück hier schon mal verkabeln und schauen, ob es überhaupt lebt. Dazu nehme ich als Grafikanschluss den klassischen VGA-Anschluss. Daran hängt nämlich mein Testmonitor hier hinten. So, einmal eben VGA angesteckt, sollte er automatisch finden, das Signal. Dann ja, geben wir ihm meinetwegen auch noch ein Netzwerk direkt, damit er einen Draht nach außen hat. Und natürlich ganz spannend jetzt die Stromversorgung. Die packen wir rein, legen den Powerschalter auf 1 um. Und jetzt bin ich mal wirklich gespannt, das ist absolute Premiere. Ich gehe nochmal nach hier vorne und drücke hier oben live den Powerknopf und... Ja, es wurde laut, aber glücklicherweise direkt wieder leise. Da haben die Lüfter nur einmal kurz aufgedreht. Und ja, wir sehen da hinten am Monitor schon, das Ding lebt. Er hat kein Bootmedium gefunden, das ist nicht überraschend, denn auf der SSD ist nichts drauf. Und der Installationsstick für Windows 10 ist, wie gesagt, im Hintergrund noch in Bearbeitung. Das hier läuft auf jeden Fall alles schon mal. CPU-Lüfter und Netzteillüfter. Und wir haben ein Signal auf dem Bildschirm. Das ist sehr vielversprechend. Jetzt warten wir eben auf Windows und starten den Rechner dann mal vom USB-Stick. Jetzt möchte ich mir noch mal eben hier mit euch kurz das BIOS anschauen. Das ist ja weitestgehend unspektakulär. Wir sollten aber einmal nach der Einrichtung in die Memory Settings gehen auf jeden Fall. Dort sehen wir nämlich, dass unser RAM jetzt nur mit 2133 MHz anstatt mit 3000 MHz läuft. Das liegt daran, dass wir das Overclocking-Profil dafür aktivieren müssen. Dazu gehen wir mal hier in die Advanced Frequency Settings rein. Da sehen wir, der Prozessor, der läuft korrekt auf 3,7 GHz, aber hier unten der RAM, der läuft nur mit 2133. Das liegt daran, dass dieses XMP Extreme Memory Profile deaktiviert ist. Da aktiviere ich mal eben das Profil 1 und dann sehen wir nämlich, dass der jetzt mit 3000 MHz läuft. Genauso soll es sein. Ansonsten ja, gibt es hier nicht allzu viel drin zu sehen. Das BIOS gibt es natürlich in verschiedenen Sprachen. Und es ist unterteilt in die üblichen Kategorien. Hier können wir die Boot-Reihenfolge festlegen. Hier habe ich die Onboard-Grafik als erste Wahl ausgewählt. Außerdem können wir hier die RGB-LED-Streifen-Lichtfarbe auswählen, falls wir einen solchen an das Board angeschlossen haben. Audio-Controller kann deaktiviert werden, falls wir den nicht brauchen, eine externe Soundkarte zum Beispiel verbaut haben. Ja, ansonsten wenig Überraschendes. Da sehen wir, an welchem Port unsere SSD hier unten angeschlossen ist, nämlich am SATA-Port 0, haben wir vorhin beim Einbau gesehen. Und die üblichen Funktionen wie Starten mit der Tastatur und so weiter. Ich speichere das Ganze jetzt mal. Von hier aus
können wir übrigens auch noch direkt von anderen Laufwerken booten aus diesem Bildschirm heraus, falls wir die Reihenfolge dafür nicht ändern möchten für einmaliges Booten. Ich speichere das jetzt erstmal und dann würde ich sagen, führen wir gleich noch ein paar Benchmarks unter Windows durch und schauen mal, was die Kiste so drauf hat. Ja, Windows wurde inzwischen erfolgreich und auch sehr flott installiert. Das klappt dank der SSD sehr schnell, ebenso ist der Bootvorgang rasant. Hier mal eben das offizielle Endergebnis, wohlbemerkt nachdem schon alle Programme installiert sind. Da packt sich ja auch einiges in den Autostart rein. Ich habe zu ganz allererst natürlich alle Updates gezogen für Windows sowie nötige Treiber installieren lassen. Und ja, was soll ich sagen, der Rechner läuft wie geschmiert. Ist super flott für die Aufgaben, die er erledigen soll und sogar Minecraft läuft da drauf. Das ist doch sowieso das Wichtigste, auch ohne separate Grafikkarte. Naja, das habe ich aber eigentlich auch erwartet, dass er das schafft. Gut, AAA-Titel in 4K, HDR und super duper Raytracing wird man hiermit sicherlich nicht spielen können. Aber das hatten wir hier ja auch gar nicht vor. Der PC wird von meinen beiden Eltern genutzt, die surfen halt im Web, nutzen ihre E-Mails oder schauen mal Netflix, YouTube oder auch Prime auf dem Fernseher, den ich natürlich übrigens auch angeschlossen habe. Das aber dann tatsächlich über einen HDMI-Splitter, da bereits zwei Monitore an dem PC angeschlossen sind, einer über HDMI, einer über DVI, das könnt ihr ja hier sehen. Und ja, den VGA-Anschluss wollte oder konnte ich vielmehr nicht verwenden, deswegen mit HDMI-Splitter das Ganze. Der hängt am USB-Anschluss und klont das Bild ganz einfach ins Wohnzimmer, schaltet sich automatisch mit dem PC ein, verbraucht also keinen unnötigen Strom, das funktioniert einwandfrei. Wo wir gerade beim Stromverbrauch sind, der PC selber, der ist sehr, sehr sparsam. Das Ergebnis blende ich euch hier mal gerade ein. Da macht es wirklich nichts, wenn man den mal mehrere Stunden auch für Netflix und Co. laufen lässt. Das Ergebnis des Cinebench-Benchmarks seht ihr hier. Sicherlich ist das hier kein Rechenmonster, wie gesagt, aber ich denke, man bekommt mit dieser Zusammenstellung ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis geboten. Und da die Rechenanforderungen für PCs, genau wie auch für Smartphones, gar nicht mehr so stark steigen wie früher, werden meine Eltern hiermit auch sicherlich einige Jahre lang ihre Freude haben. Freude hat übrigens auch der PC selbst an seinen Temperaturen. Die sind besonders im Standbetrieb in einem absolut super Bereich. Hier seht ihr mal eben die Ergebnisse, auch unter Last, die dieser PC, wie gesagt, wahrscheinlich sowieso nie voll ausfahren wird. Kommt man hier nie in kritische Bereiche. Das nur nochmal der Vollständigkeit halber. Da ich da ja vorhin zuerst etwas skeptisch war, was die etwas ungewöhnliche Ausrichtung des CPU-Kühlers betraf. Ja, ich hoffe, dieser kleine Guide hat euch gefallen oder weitergeholfen, falls auch ihr mal selbst vorhabt, einen PC zu bauen. Wie gesagt, falls ihr einen genaueren Blick auf die Einzelkomponenten werfen wollt, habe ich euch die entsprechenden Kurzreviews alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ebenso findet ihr dort Amazon-Links zu den hier gezeigten Dingen, wie zum Beispiel die Anti-Statik-Bänder, Wärmeleitpasten, Einbaurahmen und so weiter. Wenn ihr darüber was einkauft, unterstützt ihr mich ein kleines bisschen, ohne dass euch damit mehr Kosten entstehen. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Wir sind alle hier sehr zufrieden mit diesem Office-PC-Projekt oder nennen wir es doch besser Multimedia-PC. Für reines Office ist er tatsächlich etwas overpowered, wahrscheinlich würde ich sagen, gerade auch mit dem Ryzen 5 Prozessor. Da hätte man auch zu einem Ryzen 3 greifen können. Ebenso hätte man auch noch am RAM sparen können und diesen auf 8 GB halbieren können. Auch da hätte man nochmal 20-30 € eingespart und wäre bestimmt auf unter 250 € Gesamtpreis runtergekommen. Aber ein bisschen Luft nach oben, was die Leistung angeht, ist schon nicht schlecht. In diesem Sinne danke ich euch jetzt für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Falls euch das gefallen hat, könnt ihr mir natürlich gerne Bewertungen, Abos und oder Kommentare dalassen. Darüber freue ich mich immer. Und ja, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, eine gute Nacht oder was auch immer ihr gerade so treibt. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao.